So, weiter geht's mit unserer Raubtour hier. Hauptsegel! Halbes Segel! Mal schön Beute machen, die da hinten schnappen wir uns als nächstes, ne? Was kommt denn da von links? Oh, da kommt. Oh! Feuer! Rein zu schießen, Captain! Feuer! Geht gleich runter! Boah, nice, nice, nice! Sind bereit, Sir! Ey, die Animation, ey, richtig geil, ey. Da ist da noch Beute da, Beute. Jetzt geht voll Segel! Ach, sind nur Feuerfässer, die sind voll. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Sieht einfach nur geil aus. Ey, wie die Segel so animiert sind. Hammermäßig. So. Komme ich denn jetzt wieder da rein? Hallo? Ja. Jetzt. So, komm. Nee, ich wollte eigentlich keine Kanister schmeißen, aber. Haltet euch fest! Sind bereit, Sir! Ein paar Kräfte haben uns hart getroffen! Wie? Aber wir haben. Kräfte, die Taub- und Bramsegel! Ah, wir sind verfossen! Wir sollen ab und zu mal nach vorne gucken, denn. Gegner feuern! Sie feuern, Sir! Rammen wir erstmal die Insel hier, ey, voll drauf, ey. So, was haben wir da zum Einsammeln noch? Ist da einer über Bord? Gegner feuert! Achtung, Captain, die Feuerwehre Reserve! Feuer! Können wir auch, ne? Noch nah! Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Nice, nice! Können wir zwei Schiffe entern? Wunderbar. Da ist noch Treibgut. Sammeln wir gleich auch noch rein. Ne? Oh. Schnapp ich mir! Es halt, komm, halt es! Ganz rüber schwingen. Naja, so geht's auch, ne? Bleiben meine Leute denn schon wieder hier? Thank you.
nein, ich wusste es, ich wusste es. Ach, Mann. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen. Hast du voll schon erzählt. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. So, was ist jetzt? Wir wollen hier mal ins Land oder was? Ach egal, wir entern noch einen da und dann gehen wir ans Ufer. Wow. Feuer! Er hat uns voll erwischt! Bereit zum Feuer, Captain! Wie flieht, Captain? Das war daneben, Jungs. Sagt, die haben uns Minen da gelassen. Alle tote Männer! Nein, 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 knapp! Ein Treffer und wir sinken! Ich würde gerade sagen, knapp an der Mine vorbei. Ja, wir sinken auch gleich. Oh Mann, ey. Feindliches Feuer! Vorsicht, Captain! Nein! Feuer! Nein! Schieß sie weg da, komm! Oh, das kann doch nicht wahr sein, ey. Was ist denn wieder los? Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge. Ja, jetzt komm nicht wieder mit deiner Story, ey, das hatten wir schon. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Tja. Bis jetzt schaffen wir das aber nicht, ey. Dreimal wieder verreckt. Jetzt gehen wir erstmal direkt ans Ufer, dann. Jetzt wäre das ja nie was. Boah, ich sollte mal ein bisschen langsamer machen. Auf
Defender! Alle klar zum Bergen! Vieren und Fahrt aufnehmen! Totendicht, halbes Segel! So. In die Wanden alle Segel reffen! Ich steig jetzt aus hier. Poco Island! Schnellreise freigeschaltet! Schnellreiseziel freigeschaltet! Ist ja mal cool. So. Ich geh baden. Oder, ja. So. Captain in der Salzlake! Bis später, Jungs. Wildtiere jagen, Leguane erlegt und gehäutet. Ocelot erlegt und gehäutet. Jagen und herstellen. Schön. Alles machen kann, ne? Jagen Sie Tiere, um Ressourcen zu sammeln und im Pausenmenü neue Ausrüstungsgegenstände herzustellen. Ey, ein Boot. Cool. Zurück zum Schiff. Cool, cool, cool. Was ist das denn da? Kokosnuss oder was? Wo sind denn die Tiere? Kann ich Kokosnuss nicht auch mitnehmen? Schöne kleine nette Insel. Hallo? Ich will die da aber nicht umbringen. Entschuldigung. Ich brauche aber Material und ja. Einmal Knochen, Ocelotpelz. Fünf Tiere heute, Errungenschaft. Also Errungenschaft, nee, Herausforderung. Sind denn die Leguane? Musst du wieder nachladen, naja, geht da nur ein Schuss rein, ne? Klar. So, ein paar Leguane.
läuft einer, ne? Ja. Können wir die auch messern? Oh, hier sind zu schnell. Oder? Das hat er wieder gespeichert. Hallo? Was machst du denn da? Simulation fortsetzen. Warum springt er jetzt immer wieder zurück? Also gerade spinnt das Spiel. Ich mach mal hier einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.